Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Der Schildepark war ja früher eine Industrieanlage und die Stadt hat sich entschieden, hier keine weitere bauliche Verdichtung vorzunehmen, sondern die alten Industriehallen wegzuräumen, die denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten, die Geis freizulegen, also alles das, was wir heute hier genießen können. Und so ist dann eigentlich eine wunderschöne Anlage entstanden, wofür wir auch kürzlich durch den Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet wurden. Das heißt, die Jury hat dieses Engagement der Stadt Bad Hersfeld als sehr wertvoll, als herausragend eingestuft und entsprechend ausgezeichnet. Sicherheit unter anderem die Technische Hochschule Mittelhessen mit dem Studium Plus, mit dem dualen System zur Studienmöglichkeit. Und es präsentiert sich auch das Wortreich, die Erlebniswelt Wortreich und HZ, Hersfelder Zeitung, Kreisanzeiger, DAK, Deutsche Angestelltenkrankenkasse, sowie auch die Schilderhalle und die Lehrwerkstatt. Und das sind alles die Anrainer, die hier im Schildepark sich mittlerweile angesiedelt haben und eben das zeigt auch, dass sie alle beteiligt sind, dass sie eine hohe Identifikation eben mit dieser Parklandschaft mittlerweile haben. Ministerium halt den Tag der Städtebauförderung ins Leben gerufen und da sollten halt Projekte mal vorgestellt werden. Und das ging über die Länder und auch wir sind vom Land Hessen angeschrieben worden. Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon so reichlich Mittel aus Städtebauförderung bekommen haben, dann sollte man eben auch den Tag nutzen und haben dann den Tag als offenen Schildepark konzipiert. Das war das Ziel des heutigen Tages, des offenen Schildeparks im Rahmen des Tages der Städtebauförderung, dass wir den Leuten überall die Gelegenheit geben, reinzuschauen, um halt zu zeigen, wie funktioniert eine Redaktion, wie funktioniert eigentlich mal so auch eine Konzerthalle oder Veranstaltungshalle, was ist da beispielsweise ein Soundcheck oder letzten Endes, man sieht gerade hinten bei der THM wunderschön viele Leute reinlaufen, wie ist so ein Studium an Räumlichkeiten ausgestaltet. Aber hast du kein Gewissen? Aber Johnny, daran kannst du dich verpissen.